Hallo und herzlich willkommen hier zur heutigen Folge hier. Gerade ganz frisch im Arsch. Ja, aktuell steht die Auswahl an und Feld Nummer 1, Herbst. Dann haben wir noch Feld Nummer 21, Herbst vorgesehen und dann ist eben der Auswahl wieder fertig. Ja, hier ist Stau. Wieso legt er jetzt nicht ab? Oder sie? War glaube ich voll. So, mal gucken, was er hier rausgibt hier. Ich muss ja bald. Ich meine, die Gülle ist ja nur als Zwischenlösung, weil. Da ist immer was vorhanden und das muss ja etwas Arbeit werden. Oh, ist rein. Mist und Gülles zeigt er leider nicht an. Ist halt so. Ich könnte mal was probieren, ob wir das hinkriegen würden. Wenn das hier ist. Mit der Anzeige, Display. Das ist die BGH, die ich mir aufstellen will. Das ist ja noch eine Anzeige. Ich habe hier aber hier drei Sorten drin. Ich weiß nicht genau, ob das hier hinpassen würde, die neue BGH, aber ich muss mich drehen, besser sehen kann. Ich will auch die alte nicht wegreißen, ne? Das hat man dazu sagen. Ne? Das wäre ja auch Quatsch. So. Das Ding muss gedreht werden, glaube ich. Glaub schon. Ich will es mal probieren, ob ich hier was sehen kann, was drin ist. Zum Beispiel wenn ich nichts sehen kann, kann ich wieder wegreißen. Hier ist was zeigt er mir an? Gärreste. Ach so. Na gut, das sehen wir da auch. Ich habe so gedacht, er könnte mir das hier anzeigen, ne, was hier drin ist. Also Mist und Gülle und Silage vielleicht. Na gut, das kann mir lassen. So, ich muss mal gucken. Wo ist mein LKW für Silage? Mal wechseln, sonst kommen wir dann durch. Das BGH Nord. Die ganze Silage ist weg. Der nimmt keine Silage auf, der LKW. Wo ist er eigentlich? Ach, der ist hier. Gut, dann fahren wir gleich mal das Heu ins Lager, ne? Das wir aufladen. Sonst fahren die runter. Jetzt ist doch klar, die Meldung auftanken ist da. Naja, gut. Das ist typisch. Na gut, hätte ich auch nachholen können. Ne? Die viel ist nicht gemeint. Mal gucken, wie mein Fahrzeug ist. Ne? Der ist doch aufgetankt. Gut, der ist ein bisschen irritierend. Also. Die Meldung ist falsch. Das ist falsch. Also ist eine irreführende Meldung. Können wir also ignorieren. Gut. Dann mal in Sicht. So, bringen wir das Heu weg und gleich mal zum nächsten BGH und das können wir auch gleich mit deaktivieren. Das beansprucht unnötig die Grafikkarte, erstaunlicherweise. Das reduziert die Performance gewaltig. Wir gerade im Hofen hier. Man merkt es zwar nicht, aber man kann es am FPS-Zahn aber erkennen. Dann also haben wir eigentlich FPS. 26, 27. Ich muss dazu sagen, am Anfang macht er mir nur 30.
Allgemein, keine 60, brauchen wir sie auch nicht. Ist aber unterschiedlich, ne? Dach, Gulli. Du auch hier? Ich wollte heute zu Heulager fahren, ne? Bin vorbeigefahren. Dann ist heute Trocknung. Zeit mal gemacht, wo mal nass war, ne? Lange her. Können wir halt echt ein Heulager. Ah, hier. Unser Mistfahrer, der klappt auch. Mal die Woche immer hochzufrieden, kann man sagen. Ne? Wie gesagt, Heu von den beiden Wiesen. Das ist Stroh. Das ist aber jetzt nicht günstig, ne? Ich will kein Geld machen, ne? Den können wir ausschalten. Läuft doch gar nicht mehr. So. Das ist typisch, warum wohl er jetzt gerade dahin? Also ich bin jetzt vorgefahren. Lassen wir erstmal. Lassen wir sie erstmal weg. Normalerweise wollte ich abbiegen, ne? Wer weiß, was ich da eingestellt habe. Ich habe gerade 2 genommen. Ja, aber in 2 die selbe Strecke fahren ist ungünstig. Normalerweise sollte sie eigentlich hier abbiegen. Aber gut. Dann ist Fahrer auch gleich fertig. So. Gut, 2 Silageballen. Die ja da rumlagen, ne? Nimmt der ja nicht auf, ne? Der weiß. Bin mir ganz sicher, ob das noch. So. Könnte auch noch Grasball sein, obwohl da eigentlich nicht, das müsste dann, könnte schon ein, einer ist auf jeden Fall Silageball und der andere ist noch Gras. Das stellen wir hier ab, wenn ja beide wieder noch zugestellt werden können. Das ist ein Problem. Die müssen auch nochmal erstmal sedieren, ne? Ja. Aufladen beenden. Das wäre das nicht passiert. Hier alles Grasballen, letztendlich. So. Jetzt fahren wir rüber zum anderen BGH. Das soll jetzt nicht passieren und werden da entsprechend nochmal Ballen in den Trigger reinbringen, damit der bisschen noch sedieren kann, Geld verdienen kann und für Gärreste bekommen. Darum geht es ja weiter. Da müsste eigentlich voll. Ist der los, ne? So. Wieder zügig voran heute. Gut, dann musste ich heute mal wieder mal die Festplatte defektieren. Merkte bei der zweiten Aufnahme, oh, es hackt anfangs. Die Aufnahme beginnt zu spät. Und ich kann mich zwar, man kann mich zwar gut hören, aber leider keine Gesichtszüge und alles steht. Ein paar Sekunden später läuft da alles, aber auf Dauer ist das nicht günstig. Am Anfang muss das nicht sein. Das ist immer so abschreckend für neue Zuschauer. Das ist immer Entschuldigung dafür, falls jetzt mal jemand sich aufgetankt wird, ja, typisch. Durch Trainerei und beobachten. Ja, viele wundern sich, wieso bin ich rechts oben? Das liegt daran zusammen, dass ich die Kamera von links habe. Und wenn ich die Kamera rechts hätte, auf der linken Seite vom Bildschirm, dann würde ich praktisch wegschauen von der Karte. Das wäre dann etwas, würde ich meinen, ungünstig, so würde es mir nicht gefallen.
deswegen schaue ich von rechts. Von rechts gibt auch keine wichtige Information für euch alle, weil da steht ja am meisten nichts und da über mir ist auch reich genug, was ich beschrieben kann. Und alles andere links kommen ja wichtige Meldungen im Cosplay. Das solltet ihr auch mitkriegen, ne? Ist ja mal interessant. Allgemein. Das sind hier die Nagelballen, das ist schon von der Frühlingsernte, kann man sagen. Und einmal wird noch geerntet. Gras. Wir haben ja erst späten Sommer. So. Beides, hast du aufgetankt, ist ja vom Inhalieren, das ist ja eh. Klar, das ist ja eine Kalksteuer. Und Gras ist schon wieder gewachsen, ne? So. Leider leer, okay. Also der Gärreste, also der der Ding ist leer. Ungünstig, ne? Er ist wieder voll. Lass ihn stehen. Ja. Arbeit wieder. Und bei der Zulassung BGH muss man sehen, wo ich die hinstelle. Haben wir im Grunde genügend Flächen, wo wir was hinstellen können, ohne dass wir unsere wirtschaftlichen landwirtschaftlichen Flächen nutzen könnten. Ne? Also pH-Wert schlecht, das heißt, wir müssen hier auch nochmal kalken. So. Der Zeron ist fertig, das heißt. Gehen wir da hin. Dann kann der gleich auf Feld Nummer gegenüber und gleich mal auffüllen. Können wir länger löschen. Ja, es geht ja Schlag auf Schlag, ne? Aber so muss ja auch sein, ne? Und das haben wir ja. Die Wiesen noch kalten. Und auf 1. Das ist dann jetzt nicht mehr machbar. Gut, für die BGH ist ungünstig. Aber gut. GRS ist noch vorhanden, von daher ist nicht ganz so dramatisch. Erstmal auffüllen. Da ist mir Deckel auf gleich. Dünger auf jeden Fall. Saatgut brauchen wir nicht, das ist bei Raps. Hier ist das nicht so dramatisch. Tja, dann werden wir uns mit dem Kalkstreuer noch einen zweiten dazu holen müssen. Mal gucken, wo die alle rumschwirren. Ich habe noch ein paar Streuer rumzuliegen aufs Feld. Aber das ist aber eigentlich Dünger normalerweise. Oder ich kaufe mir einfach zwei Kalkstreuer. Und das wird ja unser Schwerpunkt werden. Ne? Also diese Dinger, die kleinen, sind ja eigentlich für Dünger gedacht. Ne? Genau getroffen hat Loch. Jetzt fahren wir hier durch die Büsche durch. Keiner gesehen. Wir starten mal hier vorne. Ja, weil wir gerade hier vorne so sind, ne? Sonst könnte man auch theoretisch. So. Zurück. Bau. Durchdrehende Reifen. Ich sag mal so. Ich drehe meistens auch gleich durch. So, das mal angefangen. Jetzt können wir gleich mal berechnen. Kursgenerierung. 21. Vorwende 2. Hier nehmen wir ruhig 3, weil hier oben ist ein Deich. Das sind die meisten Probleme. So. Durchdrehende Reifen. Da hat er garantiert mit Vorgewende zu wenig. Ja, ja. Zurück und ersten Wegpunkt, da ist er ja, ne? Einstellen. Und dann gucken wir gleich. Unser anderen, da 14, 19, da ist ein Düngerfahrzeug sicherlich und da hat er sich festgefahren.
Hier mal ganz kurz zurückfahren und dann ja, kurz ist gut, ne? Ja, da war eingesackt. War nur nicht zu sehen. Wenn man längere Zeit schiebt, dann fällt er sich fest. So, wir müssen kurz einklappen, dass wir rumkommen. Und das fädeln wir nicht gleich durch. Dann gehen wir hier wieder auf den Kurs. Das macht halt der Mod, ne? Da macht er die Flanke für die Flanke. Haben wir eine Versetzung drin? Warum ist das so? Das ist schlecht. Da fehlt was. Okay. Dann machen wir gleich mal neu. Und zwar den löschen wir gleich wieder. Kursgenerierung. Feld 1. Machen wir 3 Fahrgewände. Und machen wir Südwest, ist egal, Hauptsache an der Ecke irgendwo. Und müsste da oben so sein. Und da fangen wir da wieder an. Hab ich gedacht. Weil, wenn da so eine Streifen fehlt, das ist schlecht. Und dann lassen wir noch einmal arbeiten. Wieso kippt der nicht aus? Das ist mir jetzt, naja, komisch. Ja, geht nicht. Ah, das ist voll. Dann nehmen wir ihn weg. Güll ist auch voll. Dann fahren wir ihm rechts rüber. So. Wieso macht er jetzt nicht alleine holen? Ja, alles klar? Ich habe einen wichtigen Modus vergessen. Alles logisch, ne? Das ist der Grund gewesen, ne? Warum man nicht hinfahren wollte. So, mal gucken, was das hat. So, die Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Dann tschüss, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter. Hier am Sonntag, hier am Abend. Tschüss. Ich will den Rest ausschneiden, mal sehen, was ich hinkriege und dran denke. Tschüss.